Jetzt kommen wir zu Band 2 von Albion-Kreaturen. Trolle sind eine alte Spezies, geformt aus der Erde und den Felsen, denen sie entstammen. Mhm. Sie haben die Kraft vieler Männer und widerstehen auch den stärksten Hieben. Mhm, kommt drauf an. Kommt man ihnen zu nah, springen sie so kräftig auf den Boden, was ist das für ein Typ dass da? Die Stoßwellen die Knochen bersten lassen können. Trolle sind jedoch auch langsame, schwerfällige Kreaturen. Begegnet man einem, läuft man am besten schnell weg. Wenn man Glück hat, wird man nicht durch die hinterhergeworfenen Felsen zerschmettert. Los doch, mach schon! Wenn man nicht gerade wirklich schon gegen so ein Zeug gekämpft hat, dann sind das eigentlich auch gar nicht so die schlechten Tipps. Sogar Lehrer müssen mal schlafen, wisst ihr? Vielleicht könntet ihr morgen vorbeikommen. Lehrer müssen schlafen? Was ist das? Lehrer, die schlafen müssen? Das kenne ich ja gar nicht. So. Da habe ich mir mal ein bisschen Knete geholt. Finde ich ja auch eine Sauerei, dass die hier pennen gehen. Ich will gerne mal wissen, wie viele Bücher wir noch haben. Wie weit das hier noch geht. Hätte ich jetzt noch zweimal, wa? Und dann geht das hier scharf. Dann können wir ja wieder zum Lehrmeister gehen. Vielleicht kriegen wir dann noch was. Wir haben ja schon den einen Hut bekommen, ne? Verehrungswürdiger. Verehrungswürdiger, ja. Ein Helden-Epos. Komm, komm, ja. Doch vorher muss er bezahlen. Hier kommt Sigold. Sing für mich, Schlampe. Was habt ihr so getrieben? Das Alter holt den schnellsten Mann und auch den langsamen. Keine Gnade von der Zeit man erwarten kann, weder Kinder noch die Ahnen. Stahl und Rüstung, Eisen schwer, schützen den Helden besser als Loden. Eine Geisel des Schicksals ist er nunmehr, wenn er stolpert und fällt zu Boden. Was? Das Räuberlager war euer Ziel. Eure arme Schwester dort zu erlösen. Ihr gingt hinein, dazu gehörte viel. Und besiegtet Zwillingskling, den Bösen. Oh, der ist ja... Ja. Also diesen lyrischen Opus möchte ich jetzt echt nicht... akzeptieren. Dass sie wahrhaft dafür Geld ausgegeben haben. Da kann ich nicht nachvollziehen. So, unterrichtet der hier schon wieder? Angenehmen Tag noch. Gladiator! Los doch, mach schon! Juhu! Mann, ihr seid es. Ja. Wow, ihr seid wohl eine Art Monster. Ja, weil wir hier einfach mal so in die Schulklasse gefurzt haben. Nochmals, hallo. Gebt ihr uns die nördliche Einöde? Ja. Den Kindern würde etwas mehr Erdkuchen. Ja. Ach, es ist erhebend, wenn... Weiß jemand, was hinter den neun Meeren liegt? Ja? Die nördliche Einöde? Sehr gut, Sue. Der Legende nach tauchte Messer Jack dort zuerst auf. Und es war der Geburtsort eines mächtigen Reichs. Heute liegen seine alten Städte tief unter dem Eis begraben. Da müssen wir ja dann auch noch hin, einige ne? Einige glauben aber noch immer an die Wiederauferstehung des Reichs. Und dass das Volk der nördlichen Einöde erneut erwacht, wenn Albion wieder vereint ist. Sehr interessant. Sehr interessant. So. Wollt ihr etwas stiften? Oh, die Tragödie des Schneiders wäre perfekt für unsere...
Danke sehr. Komm. Welch seltsam Land ist, wohin der Wind meinen Körper gebracht, der Himmel es sein muss. Und ich bin wohl tot, denn ich sah das Schiff sinken geschwind. Und von den Wellen spürte ich des Todes fauligen Kuss. Doch still jetzt, wer kommt hier? Wahrlich, das Auge täuscht, zu sehen, ich dacht. Ein seltsam Ding schleicht beim Wrack am Ufer wie ein Tier. Nun weiß, ich hab mit dem Tod angebandelt, da in diesem Land kein Engel wandelt. Das heißt Engel, Billy, nicht Egel. Ich fand das jetzt gerade nicht so, ergötzend. Achso, hier, der. Habt ihr heute Bücher? Oh, das ist Albion-Kreaturen Band. Ach, es ist erhebend. Heute studieren wir Band 1 von Albion-Kreaturen. Also, wer hier weiß, was Kreischer sind? Ich wette, ihr habt noch nie einen gehört, oder? Das liegt daran, dass sie den Städten fernbleiben. Aber auf dem Land ist das ganz anders. Und ihr könnt sie nachts manchmal schreien hören. Ja. Ihr Schrei kann selbst dem tapfersten Mann das Herz erstarren lassen. Man erschrickt nicht nur, sondern verliert auch jegliche Energie. Kreischer? Hatten wir die schon mal als Gegner? Richard Phillips ernähren sie sich von menschlicher Lebenskraft und saugen Seelen aus. Mhm. Sei's drum, wenn ihr je einen seht, werdet ihr bald wie er sein und kreischen. nochmals hat... Tja, der reuige Alchemist. Aber ich bin nicht sicher, ob das wirklich für Kinder geeignet ist. Besser als der räudige Alchemist. Tja, wenn ihr das für gut haltet, oh Held. Ja, immer. 25 Jahre bin ich schon Wirt in diesem Gasthaus hier. Unwissend dessen, dass mein Weib untreu ist mir. Ich servierte den Leuten jeden Tag Bier. Bei Nacht mein Weib diente ihnen anders hier. Doch bald wird sie's reuen, meine Frau zu verführen. In ihren nächsten Schluck Bier mein Gift ich werd rühren. Er stirbt durch den Genuss, der kopuliert mit ihr. Dann werde ich sehen, wer ehrlich ist gegenüber mir. Danke, Billy. Ich denke, das reicht für heute. Sehr schön. Das ist unglaublich. Wollt ihr etwas stiften? Himmel, der Leitfaden für Furzer. Abo allein weiß, was geschieht, wenn die Kinder das in die Hände... Tja, wenn ihr das für gut... Klar hätten wir das für gut. Heute lesen wir aus dem Buch, Leitfaden für Furzer. Sehr schön. Vielleicht könnte der Herr, der uns dieses Buch gab, die, Vorteile dieser Lehren selbst demonstrieren. Komm, let's go. Ja, tja, das war äußerst erbaulich. Ja. Aber ich... Himmel, etwas muss in ihn reingekrochen und verändert sein. Scheiße. Oh ja, sehr... Ey, Mann, ich hab Tourette, ja. Kindern. Ich hab Tourette-Fotze. Oh je, ich wusste, das war ein Fehler. nochmals, was habt ihr denn da? Einfach hässlich? Ihr stimmt mir sicher zu, dass diese Rotzbande auf dem Gebiet keine Hilfe braucht. Sagt es aber bloß nicht. Das Ach Mann, ja ey, wie viele Bücher haben wir denn noch? Heute lesen wir in Einfach hässlich. Dieser Held hat diese Lehren
offensichtlich nie selbst praktiziert. Also, was meint ihr? Wodurch sieht jemand hässlich aus? Durch blöde Haare. Das stimmt. Bestimmte Frisuren und auch einige Arten von Gesichtsbehaarung machen Menschen weniger attraktiv, besonders Frauen. Weitere Vorschläge? Zu viel Essen? Sehr gut. Sehr gut. Darum hat jeder in Albion die perfekte Taille. Vom größten Helden bis zum geringsten aller Bettler. Außer Jenna von der Obstfarm natürlich. Die war mal ein Strich in der Landschaft, aber jetzt... Die Frau spricht zu gern ihrem Apfelmost zu. ja, damit ist unsere heutige Stunde beendet. Ja, aber nicht dich über, ne? Irgendwelche Frauen lustig machen. Habt ihr Bücher für mich, oh Held? Warum bringt ihr sie nicht während der Schulstunden? Schon wieder die Zeit um? Och Mann, ey. Da ist schon wieder die Zeit um. Und das möchte ich jetzt auch mal dafür nutzen, um eine Aufnahmepause zu machen, werte Freunde. Denn ich möchte euch jetzt hier auch nicht 4 Stunden lang die Vorträge von dem Lehrer hören lassen, denn das geht ja einem auch auf die Nerven, muss ich echt so sagen. Denn ihr wollt ja Action, ihr wollt ja geladene Action mit Metas erleben und nicht nur hier Vorträge mit Dr. Governor Guvu oder wie er auch mal heißen mag. Dann würde ich nämlich das jetzt dann für morgen in Angriff nehmen, genauso wie hier diese eine Quest mit diesen Räuberspionen. Das müssen wir dann alles noch machen, bevor wir in die Hauptquest weiter schreiten, denn bei der Hauptquest müssen wir ja unter anderem noch betrachten, dass wir dann da nicht mehr zurückkommen. So klang es zumindest, weil wir mussten ja dann alle Quests aufgeben. Hat zumindest unser Gildenmeister gesagt. Und da bin ich mir nämlich unsicher, was dann genau alles geschehen mag. Wir wollen uns erstmal absichern mit dem ganzen Zeug. Und da kommt ja auch der Lehrer, Mr. Goat. Mr. Goat. So. Und nun gut, deswegen erstmal ein großes Dankeschön, dass ihr wieder so weit eingeschaltet habt. Dann bis morgen und ciao, ciao.